herzlich willkommen zu unserem ersten Lost Place Video. Ich habe es im Ankündigungsvideo kurz angesprochen, dass wir auch auf Lost Places Touren fahren, also so verlassene Gebäude untersuchen werden. Und ja, heute habe ich mir gedacht, fahren wir die erste Tour. Mit dabei der Mario. Hi. Ja, erklär den Leuten mal ein bisschen, was wir jetzt machen. Ja, wir sind gerade kurz in Remscheid. Bei einer ja, Remscheid Ost, hier unsere Lieblingstankgruppe im Anhalten, das Video genau. Machen. Und danach geht es direkt nach Dortmund. Genau. Und, ja, die genauen Orte sagen wir jetzt nicht. Ja, wir melden uns einfach später wieder in Dortmund. Ja. So, wir sind jetzt hier in Dortmund und haben den Lost Place endlich gefunden. Wir haben uns ein bisschen verfahren, aber mittlerweile, jetzt sind wir hier und ja, ich würde sagen, wir gehen mal durch, oder? Genau, also wir können ja mal hier gucken. Gehen wir hier mal lang. Ist halt auf jeden Fall dabei jetzt die ganze Zeit. Ist ein, was ist denn das hier eigentlich? Füllen wir hier rein? Wahrscheinlich ein Stellwerk oder sowas? Ja. Ja, für Züge, so eine Werkstatt oder sowas. Ja. Überall Graffitis. Soll ich mal nach oben? Das sind Tore. Lassen wir das einfach was aufwärts gehen. Hier oben sieht man auch, das sieht man schwer auf der Kamera, wie riesig die Halle einfach ist. Die Halle ist sehr riesig. Wir gehen jetzt einfach mal durch von hier. Füllen wir an die Wand so ein bisschen. Hier sieht man auch noch, dass Leitern noch hier stehen. Also hier sind die auch über Leitern. Filme. Da noch so eine Etage. Ja. Da gehen wir jetzt über nicht hoch, weil wir wissen, ob die Leitern überhaupt noch halten. Ja, auf jeden Fall sind die hier auch oben gewesen, die Leute. Ja, überall, Leute. Ja, überall kann man hoch. Was ist das denn da? Überall liegen einfach so Sprühflaschen. Kleine Tipps auch für die anderen Lost Place YouTuber. Nie mit der Taschenlampe so, also das heißt nie auf die Fenster direkt leuchten oder so, wenn direkt eine Straße nebenan ist, wie es hier in dem Fall ziemlich ist. Gefährlich, ja. Dass jemand das sieht. Je nachdem, wenn das der Falsche sieht, könnte sein, dass Polizei oder Sicherheitsdienst eingeschaltet wird. Sieht echt heftig aus.
So, jetzt sind wir auch schon wieder zurück zu Hause. Hinten geht langsam schon die Sonne auf, wie man sehen kann. Was hältst du von der Tour? War gut? Hat sich gelohnt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben jetzt das eine große Gebäude dort auf jeden Fall erkundigt und die anderen sind wir von außen, von der Seite halt abgegangen. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann liked mal das Video, kommentiert, wo wir hinfahren sollen und so, würde ich sagen, oder? Ja, und das war's vom Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.